Ein Kartenspiel hat 36 verschiedene Karten, 4 Farben mit jeweils den Werten 1 bis 9. Die Karten werden gemischt und ausgeteilt. Jeder Spieler erhält 9 Karten. Die Reihenfolge der Karten spielt keine Rolle. Wie viele verschiedene Kartensätze kann ein Spieler bekommen? Ja, erstmal hat jeder Spieler 9 Karten bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Karten. Und für die erste Karte, wenn wir jetzt einen Spieler anschauen, dann gibt es ja für die erste Karte 36 Möglichkeiten. Eine von diesen 36 Karten wird der Spieler als erstes bekommen. Und als zweites wird er dann beim Austeilen eine andere Karte bekommen, eine von den 35 anderen Karten. Eine ist ja schon vergeben hier, also da hat er noch 35 Möglichkeiten, dann gibt es hier 34 Möglichkeiten, 33, 32 Möglichkeiten, 31, 30, 29 und 28 Möglichkeiten. Und wenn wir diese verschiedenen Möglichkeiten jetzt miteinander multiplizieren, dann kriegen wir die Zahl der Permutationen. Das war ja die Zahl der Permutationen. Nun ist es ja so, dass bei diesen Permutationen auch die Reihenfolge der Karten zählt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als erstes das Herz Ass bekäme und dann die anderen Karten, und wenn ich jetzt aber diesen selben Kartensatz, also diese selben anderen Karten hier zuerst bekäme und dann das Herz Ass als neunte Karte, das würde dann hier unter den Permutationen separat gezählt. Also das zählt wie ein Kartensatz und das zählt wie ein anderer eigener Kartensatz, obwohl ja eigentlich hier dieselben Karten enthalten sind. Und wir wollen das aber nicht. Die Reihenfolge der Karten spielt ja keine Rolle. Es ist völlig egal, ob ich das Herz Ass als erstes bekomme oder als letztes bekomme. Diese Karten sind für mich als Spieler völlig gleichwertig. Deshalb muss ich jetzt von der Zahl der Permutationen noch etwas abziehen. Was muss ich abziehen? Ja, die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten meines Kartensatzes. Es gibt ja ziemlich viele Arten, wie ich meinen bestimmten Kartensatz ausgeteilt bekommen kann. Die erste Karte, da gibt es ja 9 Möglichkeiten. Also ich habe einen Kartensatz von 9 festen Karten. Dann gibt es 9 Möglichkeiten, was ich als erstes bekomme. Dann gibt es 8 Möglichkeiten, was ich als zweites bekomme. 7, was ich als drittes und so weiter. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also 9 mal 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 Möglichkeiten, wie ich einen bestimmten Kartensatz ausgeteilt bekomme. Und die sind jetzt für mich gleichwertig, denn am Ende habe ich ja immer denselben Kartensatz in der Hand. Das heißt, diese Permutationen muss ich verringern, die muss ich teilen durch diese Möglichkeiten, einen bestimmten Satz von 9 Karten in verschiedener Weise ausgeteilt zu bekommen. Die Zahl der wirklich verschiedenen Kartensätze wäre dann eben diese 36 mal 28, bis mal 28 geteilt durch das hier. Und das ist ja gerade 9 Fakultät. So ist ja gerade 9 Fakultät definiert. Also muss ich hier noch durch 9 Fakultät teilen. Das ist die Zahl der Möglichkeiten, wie ich einen bestimmten Kartensatz ausgeteilt bekomme. Und das da oben sind ja alle möglichen Permutationen meines Kartensatzes von 9 Karten. Das schließt ein, dass die Karten unterschiedlich sind, das schließt aber eben auch die Reihenfolge der Karten mit ein. Ja, das rechne ich hier aber jetzt nicht von Hand aus, sondern mit Hilfe des Taschenrechners. Da brauche ich 36. Das tue ich mit 35 mal nehmen. 3, 5 mal. Dann kommt die 34, die 33, die 32, die 31, die 30, die 29 und die 28. Gut, 3,4 mal 10 hoch 13 bin ich da schon. Ja, jetzt muss ich noch durch 9 Fakultät teilen. Das heißt, da teile ich durch 9. Durch 8, durch 7, durch 6, durch 5, durch 4, durch 3, durch 2 und erhalte 94 Millionen. Also 94.143.280.
94.143.280. So viele wirklich verschiedene Kartensätze gibt es, die ich jetzt bei dem Spiel ausgeteilt bekomme. Also man sieht schon, beim Romy braucht man sich da nicht zu wundern, wenn man niemals in seinem Leben zweimal denselben Kartensatz bekommt. Ja, wenn wir das Ganze nach unserer Formel rechnen, man könnte ja auch gleich von Anfang an hergehen und sagen, ja, diese Aufgabe, das ist nichts anderes, als dass ich eben aus 36 Karten aus 36 Karten heraussuchen, und auf die Reihenfolge kommt es nicht an, und deshalb habe ich hier dieses Schema, also 9 aus 36, und dazu gab es ja die feste Formel, dass ich das anschreiben kann als 36 Fakultät geteilt durch 9 Fakultät und mal 36 minus 9 Fakultät. Wobei hier dieser zweite Teil, das war sozusagen die Zahl der Permutationen. Das ist nichts anderes als diese 36 mal bis 28. Das ist dieser zweite Teil hier. Und dann muss ich das Ganze eben noch durch 9 Fakultät teilen. Das ist dann der Faktor, der berücksichtigt, dass es ja auf die Reihenfolge nicht ankommt. Und alle Permutationen, wo also derselbe Kartensatz ausgegeben wird, aber nur in verschiedener Reihenfolge, das wird dann hier durch diesen Faktor 9 Fakultät wird das korrigiert. Ja, und wenn ich das ausschreiben wollte, dann hätte ich ja hier, ja, das würde ja dann heißen 36 mal 35 mal 28 mal 27 und so weiter bis mal 1 und dann geteilt durch 9 Fakultät mal 36 minus 9, das ist ja 27, also stünde ich hier 27 mal 26 bis mal 1. Und wir sehen schon, dass dieser zweite Teil, ja, der dient dazu, dass ich hier wieder kürzen kann, also dieses 27 bis 26 bis 1, das geht hier weg, bleibt stehen 36 mal 35 mal 28, also das war ja weg, mal 28 geteilt durch 9 Fakultät. Und das ist das genau das, was wir hier oben auch ausgerechnet haben, liefert uns wieder unsere 94 Millionen.